Der SK Rapid muss im Bundesliga-Gastspiel beim SCR Altach wohl auf Christopher Dibon verzichten. Der Verteidiger erlitt im ÖFB-Cup-Spiel gegen den WRC eine Gehirnerschütterung, die ihn fürs Wochenende mehr als fraglich macht. Wie die Kronenzeitung nun berichtet, fiel Dibon in der WRC-Kabine sogar in Ohnmacht, nachdem er in der Anfangsphase der Partie heftig mit Deva Orçel zusammenkrachte. Während der Stürmer der Wolfsberger sofort ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht wurde, spielte Dibon zunächst weiter. Erst kurz vor der Pause wurde der 28-Jährige ausgewechselt, nachdem Christoph Wernitznig ihm unglücklich auf den Fuß stieg und dabei seinen Knöchel unschön verrenkte. Dibon blieb dem Bericht zufolge gestern zur Beobachtung im Krankenhaus. Über die Dauer seines Ausfalls gab der Verein zunächst keinerlei Informationen bekannt. Das erste Update wird für 13 Uhr erwartet, wenn die Rapidler zur Pressekonferenz vor dem Altach-Spiel laden. Rapid gegen Altach, die 13. Runde im Überblick der Mannheim-Team-Auswärtsteam Samstag, 3. November 2018, 17 Uhr, Sturm Wacker Innsbruck Samstag, 3. November 2018, 17 Uhr, Admira Wacker TSV Hartberg Samstag, 3. November 2018, 17 Uhr, Sten St. Pölten LASK Sonntag, 4. November 2018, 14.30 Uhr, Red Bull Salzburg SV Mattersburg Sonntag, 4. November 2018, 14.30 Uhr, HRFK Austria Wien Wolfsberger Eck Sonntag, 4. November 2018, 17 Uhr, SCR Altach Rapid Wien.